Chaos und Gewalt überschatten die Trauerfeier für die getötete palästinensische Journalistin Shirin Abu Akleh. Als israelische Sicherheitskräfte in Jerusalem die Trauerprozession stürmen, fällt der Sarg beinahe zu Boden. Shirin Abu Akleh war bei der Berichterstattung über einen israelischen Militäreinsatz im Westjordanland von einer Kugel in den Kopf getroffen worden. Israel und die Palästinenser machen sich gegenseitig für den Tod der Journalistin verantwortlich. Israel fordert gemeinsame Ermittlungen und die Herausgabe der tödlichen Kugel für eine gerichtsmedizinische Untersuchung. Die Palästinenserbehörde lehnt dies jedoch ab. Abu Akleh gehörte zu den bekanntesten Journalistinnen des in Katar ansässigen arabischen Senders Al Jazeera. Die palästinensische Christin genoss in der Bevölkerung hohes Ansehen. Tausende nehmen an einer Prozession zu ihrer Beerdigung teil. Als ihr Sarg aus einem Krankenhaus im von Israel annektierten Ostteil der Stadt herausgetragen wird, stürmen israelische Polizisten in die Menge, um palästinensische Fahnen zu konfiszieren. Mehrere Menschen werden verletzt, Dutzende werden festgenommen. EU, USA und UNO zeigen sich beunruhigt über die Gewalt.